So, durften die Pikiniere mal was machen, außer die ganze Zeit sterben. So, jetzt ziehen wir uns erstmal zurück. Wenn wir darauf warten, dass uns der Waffenschmied die restlichen Waffen produziert, die wir noch brauchen. Oh, das könnte hart werden, ey. Warum sind da auf einmal zwei Armeen? Zwar zwei halbe Armeen, aber es sind zwei. Oh, jetzt ist es wieder nur noch eine. Glück, wunderbar. Meine Besatzung ist vollständig ausgerüstet und gestärkt. Ihr könnt bei eurem Angriff gegen Admiral Munzer auf unsere volle Unterstützung zählen. Und es waren doch irgendwie zwei. So, dann ziehen wir mal an der Armee vorbei. Oh, er hat die Armee umdisponiert, hä? Mit diesem Außenposten unter eurer Kontrolle bringt ihr diesem Land Frieden. Sieh. Ja, das ist gut, wenn du hier bleibst. Hermann.
Oh, er hat... Was hat er jetzt denn da? Ein Reiter. Das war ein Reiter. Wir haben zum Glück alle militärischen Forschungen. Das heißt, wir nehmen auch... Okay, fast alle. Den Gewaltmarsch haben wir als einziges nicht. Der meine Armeen schneller macht. Ihr erschließt neues Land, mein Freund? Großartig! So, dann schneiden wir mal seine Armeen ab. Ich habe nicht mal eine Kanone verloren jetzt durch bei diesem Angriff, okay. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Ja, eine Eroberungsbelohnung. Oh, ich habe doch eine Kanone verloren. Wann habe ich eine Kanone verloren? Gebt mir eine neue Kanone. Du kriegst eine neue Kanone. Und du brauchst noch 10 Musketiere. Oh, ach so, da ist der.
Ja, die eine Geisterkanone ist ja völlig unauffällig. Und ja, während Muns Truppen da unten vor der Stadt meines Verbündeten vor sich hin vegetieren, vor Hermanns Stadt, greife ich in aller Ruhe seine Heimat an. Ja, ich verliere Kanonen. Okay, die Kanonen kämpfen aber dann meistens kurzzeitig als Geister weiter. Ja. Die Armee ist voll besetzt. Für die andere Armee dürften hier jetzt noch... Genau. Musketiere kommen. Und ja, da ist die Kanone halt gestorben, die ich verloren habe. Also hier immer schön Kanonen ersetzen. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Und ja, Muns Armeen können wirklich keinerlei Verstärkung mehr kriegen. Also heißt, eigentlich ist er eingekesselt. Wenn er gegen Hermann kämpfen würde, würde er Verluste erleiden. Wenn er gegen uns kämpfen würde, würde er es wahrscheinlich auch nicht ganz so schaffen. Also jedenfalls nicht mit den drei angeschlagenen Belagerungsarmeen und auch nicht mit seiner Standardarmee. Wir werden zwar auch Verluste kriegen, aber auch die Schafe und das Weizen freuen sich, dass sie jetzt frei sind. Ja, machen wir mal ein bisschen Speed, damit die Kanone schneller ankommt. Sowas kann ja ein bisschen dauern von unserer Main Base aus. Während hier schön Überschuss gelagert wird, für den Fall, dass die wieder Kanonen sterben. Und ja, eine Kanone wird eine ganze Weile brauchen. Bis sie den Weg gefunden hat. Will ich überhaupt wissen, wo sie gerade steckt? Na, die muss schon ein Stück weiter sein. Komm, es kann nicht so schwer sein, eine Kanone zu übersehen. Ja, die ist doch erst hier in der Geisterbasis. Also ja, die Forschung hier ist
ziemlich nett, die Totenbeschwörung. Das hier nervt mich immer noch, aber ja, wir produzieren mehr als genug Brote. Fisch haben wir fast keinen mehr, aber dafür Brot.